Wenn es euch langweilig ist oder es regnet, dann könnt ihr zum Nova Mall fahren. Und hier gibt es das Paradies für Gamer und Kinder, und zwar dieses Spielecenter. Und was es hier so alles gibt, zeige ich euch mal jetzt so im Kurzdurchlauf. Also unten gibt es ganz viele Spielautomaten, Airhockey und wie sie alle heißen. Basketball könnt ihr spielen, dann solche kleine coolen Spiele. Dann gibt es hier noch etwas mit einer VR-Brille. Ich glaube, das macht auch so Überschläge. Also richtig, richtig krass. Und ja, also ihr seht es ja schon, es gibt einfach extrem viel. Und für die Kleinen gibt es hier einen richtig, richtig großen Indoor-Park. Also auch mit so kleinen Dachattraktionen zum Fahren. Und hier dann so zum Spielen. Also schaut richtig nice aus. Und ich laufe jetzt mal ein bisschen, also damit ihr seht, wie groß das Ganze ist. Und das Krasse ist, ein Stockwerk drüber ist einfach noch ein Freizeitpark mit Fahrgeschäften für die Kleinen. Also das ist auch richtig, richtig nice. Also ihr könnt es ja gerade schon sehen, wie viel es hier gibt. Und ich gehe jetzt auch gleich rauf und zeige euch noch den Freizeitpark. Also richtig schön gemacht. Okay, also hier geht's weiter. Ich gehe noch nicht hoch. Ich zeige euch noch die andere Seite, was es hier so alles gibt. Hier könnt ihr Sachen abschießen, also Gewehrschießen gibt. Dann so eine Attraktion. Also ihr seht einfach, wie krass groß diese Spielehalle ist. Das habe ich noch nie gesehen, so eine große. Und hier ist auch heute ordentlich was los. Ich war schon vor ein paar Tagen hier und da war einfach nichts los. Aber heute geht es richtig ab. Wow, einfach nur wow. Schaut mal, sogar so ein Pferderennen gibt es hier, wie wir es aus dem Kirmes kennen. Hier könnt ihr euch die Jetons kaufen. Und jetzt zeige ich euch, wie es oben ausschaut. Ich bin gespannt, denn ich war selber noch nicht oben. Und ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Also oben gibt es wohl eine Bowlinghalle und wie gesagt diesen Freizeitpark. Da bin ich jetzt mega gespannt, wie das ausschaut. Aber wie krass ist das, einfach hier im Einkaufscenter so eine riesen Unterhaltungsmöglichkeit zu haben. Ich sehe schon ein Trampolin vor mir und da springen auch schon ein paar. So, jetzt bin ich auf der Oberetage. Links gibt es eine Bowlingbahn, mehrere Bowlingbahnen, also da könnt ihr bowlen. Dann, oha, hier richtig schöne Aussicht. Wow, und es geht auch mega weit nach hinten, da könnt ihr Billard spielen, so wie es ausschaut. Könnt diese schöne Aussicht hier genießen. Und jetzt im Außenbereich gibt es noch diesen kleinen Freizeitpark mit Trampolin. Dann einem Fahrgeschäft hier. Dann Minischiffschaukel für die Kleinen. Dann noch hier eine Attraktion. Dann, hey, was ist das? Das schaut ja auch lustig aus mit dem Tintenfisch. Richtig cool. Dann gibt es noch ein Kettenkarussell. Und noch Boxautos. Wow, also hier. Und da hinten noch eine Go-Kart-Bahn, oder wie? Krass. Okay, eine Go-Kart-Bahn haben sie da hinten auch. Wow, also die ist wohl gesperrt aktuell. Aber krass, wie viel die hier gemacht haben. Also falls es regnet, euch in der Hotelanlage langweilig sein sollte, dann kann ich diesen Ort mega empfehlen. Macht's gut. Ciao.